Heute gibt es ein total aufregendes Video über das Higgs-Boson, das sogenannte Gottesteilchen, über die Versuche bei CERN, die ausgerechnet am 8. April stattfinden. Und danach hören wir eine sehr wichtige Botschaft von Arcturus, von der Galaktischen Föderation zu diesem ganzen Thema. Also bleib unbedingt bis zum Schluss dran, damit du auch alles mitbekommst. Bevor wir jetzt ganz tief in die Materie eintauchen, möchte ich euch einladen, meinen Kanal zu abonnieren, um weiterhin wichtige Updates der geistigen Welt zu erhalten und natürlich auch einladen, mal auf die Links zu klicken unter dem Video, die sind gleich hier unten drunter, um kostenlose Angebote von Smarana zu nutzen. Ja, und jetzt kommen wir zu diesem CERN-Projekt. CERN ist eine Europäische Organisation für Kernforschung, steht kurz davor, so sagen sie, ein bahnbrechendes Experiment durchzuführen. Und mit 23 Mitgliedern starten darunter Deutschland, Österreich und England auch, verfolgt CERN das Ziel, das Universum, den Urknall und das Phänomen der Antimaterie besser zu verstehen. Ein Kernstück ihrer Forschung ist der Large Hadron Collider, ein Teilchenbeschleuniger, der nach einer Betriebspause, jetzt kommt der Punkt, seit 2022 nun wieder in Aktion tritt. Und jetzt frage ich euch, und dazu habe ich etwas vorbereitet, warum gerade rein zufällig wird das alles am 8. April stattfinden? Da haben wir nämlich die Sonnenfinsternis und die Sonnenfinsternis selbst ist ja ein großes Portal, was uns bestimmte Energien, Erwachensenergien bringt. Das habe ich in meinem anderen Video bereits erzählt. Jetzt ist es so, es gibt also viele Spekulationen über diesen Zeitpunkt und es kann ja nicht sein, dass das zufällig, in Anführungsstrichen, so sich zugetragen hat, vor allen Dingen, weil so eine lange Betriebspause eben vorlag, weil damals CERN wahrscheinlich abgestürzt ist. Das kann ich nicht genau belegen. Das könnt ihr vielleicht selbst nochmal nachprüfen. Die Forscher von CERN sagen ja, sie sind auf der Suche nach dem Gottesteilchen, dem Higgs-Boson. Und sie versuchen das also auf dem wissenschaftlichen Wege mit dem Teilchenbeschleuniger alles herauszufinden. Dazu kann ich nur sagen, dieses Gottesteilchen, das heißt in Wirklichkeit die göttliche Flamme. Und ein jeder von uns trägt sozusagen dieses Gottesteilchen, die göttliche Flamme in sich. Und das ist nicht möglich, das wissenschaftlich irgendwie zu beweisen oder im Außen, im Universum zu finden. Von daher, diese Bemühungen sind irgendwie, werden nicht erfolgsversprechend sein. Und auch mit dem Urknall und was da alles eben versucht wird. Denn das Universum in sich ist eine geschlossene Einheit der Liebe, die sich in Wellen durch das Universum begleitet. Ich habe euch hier ein Video über die Zeitlinien hineingegeben. Schaut euch das mal an. Da erkläre ich, wie das Universum funktioniert. Das ist unheimlich interessant. Und dann werdet ihr auch verstehen, warum CERN hier nichts erreicht mit diesen Vorgaben, die sie angeben. Und es gibt also einfach Spekulationen, dass CERN gerade am Tag der totalen Sonnenfinsternis mit neuen Experimenten beginnt, die angeblich ein Portal zur Unterwelt öffnen sollen. Also durch dieses Portal sollen Entitäten auf die Erde kommen oder sogar als Fluchtweg genutzt werden. Das mit dem Fluchtweg ist sehr interessant, lässt Spekulationen zu, dass vielleicht die negativen Wesen flüchten, weil es ihnen hier zu lichtvoll wird auf der Erde. Es ist wichtig zu hören, was nachher in der Botschaft kommt von Arcturus, denn dort wird man uns vieles erklären. Diese Angst, die hier entsteht, diese Angst, dass eben etwas wirklich Schlimmes passieren könnte, wenn CERN mit seinen Experimenten unterwegs ist, von dieser Angst sollten wir uns nicht fangen lassen. Denn letztendlich entsteht ja eine Angst immer dann im Bewusstsein, wenn man dafür offen ist. Und als spiritueller Mensch weiß ich doch genau, dass ich mir alles selbst
projiziere, dass ich mir alles selbst manifestiere. Und in dem Fall, wo ich mir lichtvolle Gedanken mache, kommt auch das Lichtvolle zu mir. Und so kann uns eigentlich gar nichts passieren, wenn wir immer dieses lichtvolle Denken haben und uns positiv ausrichten. Also von daher möchte ich euch unbedingt beruhigen. Ihr braucht überhaupt keine Angst zu haben und ihr braucht auch nicht diesen negativen Schwingungen nachzugehen, sondern einfach bei euch zu bleiben und diese wundervolle Energie des Sonnentores nützen. Jetzt habe ich aber nochmal auch Informationen für dich und die möchte ich jetzt gleich mal einschalten. Und zwar seht ihr hier, das ist ein Bericht auf Facebook, den könnt ihr auch selbst anschauen, seht ihr hier das Zeichen von CERN, was ja drei verschiedene Sechser sind, also die Zahl 6 ist hier in diesem Logo von CERN verwoben und das bringt irgendwie ja einen negativen Geschmack zu uns, wo man also dann eher in die apokalyptische Richtung denkt. Ich habe dann hier auch nochmal ein anderes, was wir uns auch anschauen können. Hier ist also die Reaktivierung am 8. April von CERN. Hier seht ihr CERN und auch nochmal das Logo. Und es wird also wirklich gewarnt, dass das mit der Apokalypse zu tun hat und dann eben der nächste schwierige Schritt oder eher gefährliche Schritt auf der Erde passieren könnte. Wir leben ja alle gerade in der Übergangsphase und wissen, dass das Leben nicht so einfach ist, dass die Herausforderungen immer größer werden und der Weg, gut da durchzukommen, ist immer der Weg zu Gott oder mit Gott. Das, denke ich, wisst ihr, das haben wir hier auf Smarana schon sehr oft gesagt. Wir haben auch auf Telegram über dieses Problem mit CERN gesprochen und wir sind uns völlig bewusst, dass es also möglich ist, tatsächlich ein schwarzes Loch zu öffnen. Ob es gelingt, das ist die andere Frage, ja. Wenn du mehr über schwarze Löcher wissen möchtest, ich habe hier in meinem Buch Das kosmische Wissen von Andromeda darüber gesprochen, was die Andromedaner mit den schwarzen Löchern machen. Das ist total interessant. Auch unter dem Video ist ein Link, falls du es gerne mal lesen möchtest. Und wir befinden uns in einer spirituellen Weiterentwicklung, einer kolossal hohen spirituellen Weiterentwicklung, wo unser Bewusstsein sich immer mehr ausdehnt, wenn wir das dann gerne möchten. Und manche Menschen sind eben einfach auch nicht so weit und erkennen nicht die Gefahren, die auf sie lauern, so wie jetzt hier eben erzählt wird, dass dieses Vorhaben von CERN auch etwas Apokalyptisches an sich hat und davor warnen. Da kann ich nur sagen, geht auf keinen Fall in die Angst, sondern bleibt bei euch und bleibt in eurer Herzensenergie, denn die wird uns alle schützen, die Herzensenergie und die Liebe und das Gebet zu Gott. Das ist der Weg, der zählt. Und das, was CERN jetzt hier macht, einfach mal in eine positive Energie einhüllen. Natürlich wird es verschiedene Rituale auf der Erde geben. Die Erde ist sehr groß, es gibt da sehr viele Menschen und natürlich wird es auch negative Rituale geben, wo man dann auch die negative Seite sich vorstellt. Das heißt, wir machen weiter, wir gehen unseren Weg weiter und werden das Licht immer mehr vergrößern. Und das, was diese bösen Leute davor haben, das wird uns nicht tangieren, weil wir es eben besser wissen und nicht in die Angst hineingehen. Ich möchte euch bitten, wirklich immer im Herzen zu bleiben. Dort habt ihr Sicherheit, Kraft und Liebe und Frieden. Und dann kommt die Angst nicht zu euch. Ganz, ganz wichtig. Es gibt natürlich Menschen, die sind dafür anfällig und die sind noch auf dem Weg, das zu lernen. Also es ist alles einfach möglich. Jeder Entwicklungsschritt ist hier noch auf der Erde zu finden. Und die Botschaft von Arcturus wird uns wirklich sehr aufklären. Und wer in dem Webinar war von Arcturus Phase 2, der hat diese ganz vielen wunderschönen Anleitungen bekommen, Werkzeuge bekommen, die Erde zu unterstützen, zu heilen und zu schützen. Wirklich sehr intensiv.
Und das kann man natürlich nützen, sollte man sowieso in dieser aktuellen aufregenden Zeit tun. Und von daher sind wir da gut ausgerüstet und gewappnet. So, jetzt möchte ich euch einladen zu dieser Botschaft und lasst euch einfach tragen von den Energien, lasst euch in der Seele berühren und lauscht, hört zu, mehr braucht ihr gar nicht zu machen. Ich danke euch sehr, dass ihr heute hier wart und wie gesagt, wenn du meinen Kanal abonnierst, hilfst du uns, diese Botschaften weiterzugeben und das Licht insgesamt zu stärken. Jetzt sprühe ich mich noch ein, am besten mit meinem Auraschutz. Das ist wichtig beim Channeln, dass die Aura immer gut geschützt ist. Und dann noch die Gedankenfreiheit. Das heißt also, dass wirklich keine negativen Gedanken da sind, die vielleicht von außen jetzt dazukommen möchten. Und da ist jetzt der Riegel vorgeschoben. Ich wünsche euch ganz viel Freude. Geliebte Herzensmenschen, Menschen des Lichtes, Menschen der Erde, voller Freude darf ich Arceus, der Kommandeur von Arcturus und der Friedensflotte, ganz herzlich begrüßen. Ich sende den Segen des Lichtes und lade jeden einzelnen von euch ein, meine Worte zu hören. Ihr lieben Menschen, wir wissen, was auf der Erde geschieht. Und wir sind hier, um euch zu schützen. Wir beobachten genau, was geschieht und wir beobachten ebenso die negative Seite auf eurer Erde. Denn wir wissen, dass das Licht sehr stark ist. Und wir wissen, dass die negative Seite versucht, mit allen möglichen Mitteln die Oberhand zu gewinnen. Und so wird auch zum Zeitpunkt der Sonnenfinsternis, wo die Schleier sehr dünn sind und die Energien sehr hoch sind, unsere Anwesenheit sehr erforderlich sein und wir haben uns schon gut vorbereitet. Was wir euch in erster Linie sagen möchten, dass ihr in Sicherheit seid. Es wird nichts Schlimmes geschehen, denn wir werden die Energien ausgleichen und euch schützen. Das Licht leuchtet so hell in euren Herzen und auf der Erde, dass es uns eine große Freude ist, mit euch zu sein. Alles, was geschieht, geschieht so, wie das Licht es braucht. Und die Dunkelheit kann das Licht nicht trüben. Das Portal der Sonnenfinsternis wird von uns geschützt und genährt mit Liebe und Licht. Durch dieses Portal werden nur positive Energien auf die Erde gesendet, und zwar in der Form, dass sie euch helfen zu erwachen, oder die Menschen besonders berühren, die auf dem Weg des Erwachens sind. So schaut also voller Zuversicht auf diesen Tag und seid euch sicher, dass wir bei euch sind. Und es sind viele Sternenwesen, die sich um die Erde kümmern, denn es ist wichtig, dass es euch auf der Erde gut geht. Und dass ihr in eurer Bewusstseinsarbeit weiterkommt. Wir sehen schon eine sehr hohe Schwingung in jedem Einzelnen von euch. Und ihr werdet an dem Tag der Sonnenfinsternis eure Schwingung erhöhen. Dafür haben wir gesorgt. Und so bitten wir euch, diese Botschaft am Tag der Sonnenfinsternis zu wiederholen. Denn dadurch stärkt ihr das Licht auf eine enorme Weise
Und es ist wichtig, dass gerade an diesem Tag das Licht gestärkt wird. Und so sind wir jederzeit für euch an eurer Seite. Wir befinden uns mit unseren Schiffen um die Erde herum verteilt und wir wissen über alles Bescheid. Wir greifen nur ein, wenn es nicht der göttlichen Ordnung entspricht und im höchsten Notfall. Wichtig ist es, dass ihr selbst aktiv seid und dadurch das Licht unterstützt. Ein Erwachensprozess der Menschen kann nur von den Menschen selbst heraus geschehen. Alles, was wir tun können, ist euch energetisch zu unterstützen. Und dies tun wir voller Liebe und Hingabe. So seid getrost und seid liebevoll umarmt, spürt unsere Liebe und unsere Hilfe. Wir sind bei euch. Und so sende ich den Segen des Lichtes zum Abschied, um dir zu sagen, dass du, so wie du bist, richtig und gut bist und den Weg des Lichtes ruhig weitergehen sollst. Vertraue weiterhin auf die Impulse deiner Seele und die Gefühle, die in deinem Herzen ruhen. Dann wirst du stets das Richtige tun. So fließt der Segen des Lichtes zu dir und ich verabschiede mich voller Liebe. Dein Akeus.